Hallo und herzlich willkommen zu Plugs Playtest mit Star Citizen, dem Hangar-Modul. In dieser Folge schauen wir uns die Aurora LX an. Hier steht sie vor uns. Das kleinste Modell, also die Aurora, die kleinste Reihe. Hier die LX als Luxusvariante verkauft. Und einmal der Blick außenrum. Hier vorne sind unten die Hauptkanonen. Oben sehen wir die Raketen und hinten den Antrieb. So, um das Ganze ein bisschen besser anschauen zu können, was hier tut, was hier nicht tut. Come on. Hier unser Einstieg, sehr schön animiert. Einsteigen tun wir mal auf diese Art, dass man sieht, die Treppenstufen werden auch richtig erreicht. Er klippt noch an einigen Stellen durch den Boden durch und man muss sich ducken, oder? Eigentlich nicht, aber er duckt sich. So, der Einstieg hier links zu sehen, hier vorne ist das Cockpit. Der Einstieg ins Cockpit, man muss dran vorbeisteigen. Eigentlich sollte hier Leder drin sein in der Karre, aber wohl rotes Leder oder Lederersatz, egal. So, hier einmal der Rundumblick, man kann in alle Richtungen rausschauen, auch wenn hier manche Teile verdeckt sind durch dieses Metall, kommt durch die Metallkonstruktion. Insgesamt sehr schön, was man sieht, die Pedale bewegen sich, wenn man die Steuerung benutzt. Ich spiele hier mit Tastatur und Maus, das heißt, ich habe noch nicht alle Möglichkeiten gefunden, das zu steuern. So, ja, die Anzeigen, das hat und die Anzeigen hier werden irgendwann noch mit Leben gefüllt. Aber wir sind hier, um uns das Modell mal anzuschauen. Was ich schön finde, sind auch die ganzen Abnutzungserscheinungen an den verschiedenen Stellen, die Ecken, die abgerieben sind. Das sieht nach einem Schiff aus, in dem gelebt wurde oder wird. Auch da oben die... Also sehr viele Details, alles in irgendeiner Form herausgearbeitet und nicht einfach nur als Textur reingeplanscht. Sehr viele Polygone verwendet. Hier hinten ist das Bett, das hat auch einen witzigen Effekt, weil man kann es tatsächlich verwenden. Meiner Meinung nach ist es falsch rum aufgebaut. Füße voran wäre meine Entscheidung gewesen, aber so hat man auch einen schönen Ausblick. Hier die verschiedenen Fenster, aus denen man rausgucken kann. Oh Mann, jetzt hat man wieder keinen Ausblick. Come on. Nee, zu wenig Möglichkeiten zu gucken. So, hier muss noch ein bisschen mehr Freiheitsgrade gemacht werden für den Ausblick. Oben und an den Seiten die Fenster und auch hier schön zu sehen die verschiedenen Abnutzungsspuren. Das ganze Modell sehr schön gebaut. So. Beim Aussteigen auch wieder sehr kompliziert. Füße voran wäre wünschenswert gewesen. Ah, auch so kleine Details hier auf dem Boden, die Schwellen mit RSI beschriftet. Hier verschiedene Danger-Aufkleber. Insgesamt sehr hübsch. Die andere Tür geht auch auf. Man kriegt die Türen leider noch nicht zu, beziehungsweise ich weiß noch nicht wie. Die andere Tür geht auch auf. So, jetzt aber. Und jetzt sehen wir mal von innen, wie die Türen verwendet werden. Also die werden hier, die klappen hier auseinander. Und dann kann man hier... Ah, da hat es die Treppe vergessen. Ah, interessant. Naja. Wie gesagt, weit vor Alpha Release und ganz viele Änderungen kommen noch. Ja. Das war einmal der Überblick, nochmal der Rundumgang außenrum, also hier oben die Scoops, um Teilchen im All einzufangen, wie sie so schön sagen. Hier die schöne Silhouette. Wir gehen jetzt gleich nochmal rüber, noch einen Blick von vorne.
Und dann gehen wir rüber zum Holotable und gucken uns an, wie man das Gerät zerlegen kann. Auch sehr schön gemacht, das Fahrwerk, das hier in vielen Details gebastelt wurde. So, dann gehen wir mal rüber zum Holotable, da können wir das Ding nämlich zerlegen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch alles schön. So. LN, LX, da ist sie. Die LX. Und wir schauen mal, was wir rausnehmen können. Wir können an den Thruster rausholen. Jetzt gerade nicht, aus irgendeinem Grund. Hier ist das Kraftwerk. Hier sind die Missiles und hier sind die zwei Hauptkanonen. Was haben wir noch für Möglichkeiten hier raus? Also die Hauptkanonen mal rausgenommen. Geht nicht. Wieso kriege ich die Hauptkanonen gerade nicht raus? Ich kriege hier nichts raus aus dem Ding. Ah, ich muss wohl auf Weapons umschalten. Jetzt geht's. So. Kanonen raus. Beziehungsweise auch gleich die Missiles raus, damit wir mal sehen, wie sie nackig aussieht. Powerplant. Thruster. Cargo gibt's noch nicht. So, jetzt haben wir aus der Maschine alles rausgeholt und schauen uns nochmal ganz kurz an, wie das Gefährt quasi nackt aussieht. Also hier hinten wurde alles entfernt. Hier kann man schön reingucken, wo die Module hingehören. Also das Kraftwerk direkt vor dem Thruster gebaut. Hier ist die Kanonen sind auch abgebaut von ihren Aufhängepunkten unten. Und da oben die Raketen fehlen. Jetzt mal schauen. Jetzt bauen wir das ganze Ding zusammen. Wieder. Und ja, das war's eigentlich. Ihr habt schon alles gesehen. Ich baue sie jetzt einfach nur wieder zusammen, dass sie komplett ist. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn, viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Komplett.